Hallo liebe Sternreisende, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Linux herunterladen und auf eine DVD oder auf einen USB-Stick brennen könnt. Linux-Distributionen werden in der Regel in Form von sogenannten ISO-Images bereitgestellt. Und ich wäre nicht Leo, wenn ich nicht extra für euch eine eigene Distribution zusammengestellt hätte. Aber eigentlich ist es gar keine richtige Distribution, sondern ein sogenannter Blend der beliebten und weit verbreiteten Distribution Debian GNU Linux. Geht also bitte zunächst auf die Webseite www.spacefun.ch, scrollt ein wenig herunter, bis ihr auf den Community-Button kommt und klickt da drauf. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem ihr zwei Dateien herunterladen könnt. Und zwar ist das einmal die zuvor erwähnte ISO-Datei und zum anderen eine Datei mit der Endung .md5. Wir brauchen beides. Bei der MD5-Datei handelt es sich um eine sogenannte Prüfsummendatei, mit der man sicherstellen kann, dass die heruntergeladene Datei, nämlich das ISO-Image, auch dem entspricht, was ich für euch hier auf dem Server bereitgestellt habe. Falls ihr das Linux auf einen USB-Stick brennen möchtet, könnt ihr das zum Beispiel mit der Applikation Etcher tun. Geht dazu auf die Webseite etcher.io und scrollt herunter, bis ihr den Download-Bereich findet. Etcher gibt es entweder für Windows, für macOS und für Linux. Da ich hier schon Linux verwende, habe ich die Linux-Version in der 64-Bit-Variante heruntergeladen. Falls ihr Linux auf eine DVD brennen möchtet, dann müsstet ihr das mit einem Brennprogramm tun. Für Windows gibt es zum Beispiel die Freeware Active ISO Burner, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Unter Linux habe ich hier Brasero installiert, es gibt aber auch K3B und viele andere Programme. Wir haben also nun in unserem Download-Ordner einmal Belena Etcher heruntergeladen, dann das ISO-Image von TuxWiz und die Prüfsummendatei. Schauen wir uns doch bitte zunächst die Prüfsumme an. Wir öffnen die Prüfsummendatei, dort seht ihr eine lange Nummer und den Namen der ISO-Datei. Ich habe hier schon bereits GTK-Hash geöffnet und dort die ISO-Datei hinterlegt und über den Button Hash den Hash kalkuliert. Hier seht ihr, dass die Prüfsumme der Prüfsumme in der Prüfsummendatei entspricht. Die heruntergeladene ISO ist also in Ordnung, wir können weitermachen. Das gleiche könnt ihr wie zuvor erwähnt unter Windows mit WinMD5 tun. Wir gehen also zurück und schauen uns Etcher an, falls ihr Linux auf einen USB-Stick brennen möchtet. Dazu muss Etcher als erstes mal ausführbar gemacht werden. Ich klicke mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften und schaue, dass der Haken bei Ausführbar gesetzt ist. Ist dies der Fall, dann kannst du Etcher starten und nach einiger Zeit kannst du das ISO-Image hier, Flash from File, auswählen. An zweiter Stelle Select Target, deinen USB-Stick, der natürlich eingesteckt sein muss, anklicken und dann auf Flash drücken. Und sobald es fertig ist, signalisiert dir die Anwendung, dass du den USB-Stick nun nutzen kannst. Falls du ein Brennprogramm verwendest, dann kannst du dies in einer ähnlichen Form hier tun. Ich öffne hier einmal Brasero, wähle den Punkt Abbild brennen, wähle dort das Abbild aus und sobald ich eine ISO, also eine leere DVD, Entschuldigung, eingelegt habe, wird die hier erscheinen und ich kann das Abbild brennen. Ihr habt jetzt also entweder einen startbaren USB-Stick oder ein startbares DVD-ROM und könnt davon Linux booten. Legt es also bitte in euren Computer ein oder steckt den Stick in den Computer ein und starte deinen Computer neu. Beim Start, direkt nach dem Start, musst du wahrscheinlich einmal schauen, dass als Bootlaufwerk entweder der Stick oder das DVD-Laufwerk ausgewählt ist. Viele Computer starten das Bootmenü zum Beispiel durch die Eingabe von F10, F12, Escape oder ähnlichen. Schau sonst, wenn du dir unsicher bist, im Handbuch deines Computers nach. Es sollte das Startmenü deiner Linux-Distribution, in diesem Fall TuxWiz, mit einem schönen Debian-Logo kommen. Ist das nicht der Fall, melde dich einfach in den Kommentaren und ich helfe dir gerne weiter. Viel Erfolg und bis bald!